Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Wir stellen euch wieder ein Fahrzeug vor und zwar diesmal den Pössl Twin S Plus. Und was dieser Wagen alles zu bieten hat, das erklärt euch Stefan. Ja, wie immer fürs Erklären bin ich wieder zuständig. Ich stehe jetzt hier in der Dinette, auch wieder eine herkömmliche Dinette, die wir auch aus anderen Fahrzeugen kennen. Wir können den Tisch dementsprechend ausziehen. Was wir hier haben, ist ein großes Fach oben. Also für die Leute, die viel Klamotten mitnehmen müssen, top, super. Basisfahrzeug hier ist der Citroën. Den gibt es auch nochmal, glaube ich, als von Fiat, den Ducato dementsprechend. Wir blenden euch das mal ein, welche Motorvarianten es dort einfach gibt. Genau. Ansonsten die bekannten Fächer unterhalb der Dinette für Schuhe und Krimskrams. Alles, was der Camper so nochmal eben schnell verstauen muss. Also top geregelt. Und da sind wir ja zu der Seite schon ganz gut und ganz richtig. Der bekannte Kühlschrank von Dometics, der zu beiden Seiten aufmachbar ist. Und dementsprechend ist das natürlich toll im Sommer oder wenn man halt doch öfter mal draußen isst oder sowas, dann kann man auch von außen gut rankommen. Hier haben wir nochmal die Schalter, dementsprechend Dauerlicht. Und ich glaube, die andere Stellung ist dann, wenn die Tür auf und zu geht, das öffnet, also da geht das Licht an mit der Türöffnung. Also das ist auch super gelöst, weil man braucht ja doch mal schnell ein bisschen Licht. Ja, ich nehme euch weiter mit ins Fahrzeug, aber dafür machen wir einen Kamerawechsel. So, wir fangen nochmal hier an der Dinette an. Dort haben wir natürlich noch ein paar Fächer dementsprechend mit Drucksystemknopf einfach reindrücken und dann ist das Thema erledigt. Genau, ansonsten, unter der Dinette haben wir auch noch ein kleines Fach. Da kann man noch ein paar Sachen ablegen und wir haben natürlich den Frostwächter von der Truma Heizung, also auch sehr wichtig, dass das nicht gefriert. Dadurch, dass hier vorne links hier der Kühlschrank ist, ist es natürlich klar, dass wir hier die Fächer dementsprechend ein bisschen weiter hinten haben und haben aber auch doch, ehrlich gesagt, eine echt ordentliche Größe. Das Ganze haben wir dreimal, da ganz unten ist noch ein Luftauslass für den Kühlschrank. Da muss dementsprechend auch etwas vorgesorgt werden, dass der sich wieder abkühlen kann. Eine Gas- und Waschbeckenkombination haben wir hier. Vorsichtig hier natürlich mit dem Wasserhahn. Wenn der nämlich da ist, dann könnte es zu einem Schaden kommen. Also da sollte man doch ein bisschen vorsichtig hingehen. Ein großer Vorteil hier natürlich ist dabei, ich kann das alles schön sauber machen und dann kann ich das alles rein ins Waschbecken und dann ist das Ganze auch weg dementsprechend, genau. Ins Bad kurz gegangen oder mal geguckt, eine Tür, Achtung, auch hier wieder Stoßgefahr. Und was wir natürlich bei Pössl auch kennen, ist der Duschvorhang. Den kann man sich dementsprechend wieder hier überall festnipsen, damit der nicht an einem selber festklebt. Genau, und was ich natürlich sehr, sehr gut finde, ist zum Querlüften. Da stehe ich ziemlich gut, ziemlich drauf, weil man dann doch ein bisschen weniger, Feuchtigkeit vielleicht drin hat, dass man das dann durchlüften kann. Waschbecken ganz normal, Toilette dementsprechend. So, und jetzt ist natürlich nochmal die spannende Frage. Da ich in diesem Fahrzeug auch noch nicht gestanden habe, muss man mal gucken, wo sind die Abflüsse. Jo, einer hinten, einer vorne, top gelöst zum autark stehen, also sprich in der Natur stehen, können wir natürlich hier ganz gut. Somit haben wir auch in jede Richtung einen Abfluss. Schauen wir mal hier rein. Ein Fach, was sich da hinten noch verbirgt, für dementsprechend ein paar Sachen, die man da ablegen kann. Dann haben wir hier natürlich noch ein Fach und hier drunter war, nee, weiß ich gar nicht so ganz genau. Also es klappert hier irgendwas rum, aber so ganz genau herausgefunden habe ich das noch nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das Brett in dem Fall gar nicht so richtig festgeschraubt ist. Aber ja, gut, ist halt so, kann auch mal passieren. Muss man halt nochmal kurz nachbessern. Das Bett hinten, die Größe bin ich mir leider gerade nicht sicher. Müssten wir nochmal einblenden, welche Größe wir haben. Wir haben auf jeden Fall hier Querbetten. Und zur linken Seite Fenster, nach hinten raus Fenster. Die Schränke hier hinten sind für mich meiner Meinung nach etwas flacher gehalten. Also die gibt es, glaube ich, eigentlich in anderen Fahrzeugen noch ein bisschen tiefer. Somit hat man ein bisschen mehr Ladevolumen. Aber ich sag mal so, ganz ehrlich, das geht hier ziemlich hinten noch weit rein in die Ecke. Also da passt schon ordentlich was rein. Also so schlimm ist das Ganze
dann auch nicht. Und ja, diese Fächer, die haben wir natürlich auch noch über der Küchenzeile für Gewürze und Co., vielleicht Nudeln und so weiter. Hier wieder ein Fach, was nicht getrennt ist. Also da muss man halt gucken, wie man das dann befestigt, dementsprechend, dass das nicht durch das ganze Fach schießt, wenn nicht so viel dort drinne ist. Ja, schauen wir nochmal hinten in den Kofferraum, mal sehen, was es da noch Schönes gibt und dann, ja, melden wir uns gleich wieder. Auch hier im Kofferraum habe ich das dritte Bett gefunden. Also es lohnt sich auf jeden Fall, das immer mitzubestellen, weil es ist wirklich ein vollwertiges drittes Bett. Das lohnt sich gerade, wenn man vielleicht mal mit einem Freund unterwegs ist oder Freundin oder was auch immer. Oder der Partner schnarcht oder sowas, dann könnte man hier hinten so ein bisschen, ja, sich irgendwie so einen Vorhang wenigstens vormachen. Dann ist es ein bisschen gedämpft vielleicht, ja. Gasflaschen kann man von hier hinten wieder ran. Gut gelöst, top. Sollte man auch immer von hinten machen, weil, ja, wenn man da mitten in der Nacht oder sowas mal auf muss und Gasflasche wechseln, kommt das nicht so gut, wenn das dort an der Seite ist und man muss auch noch den ganzen Kofferraum ausräumen. Ja, Standard-Kofferraum, man kann durchladen. Das Ganze lässt sich hochklappen dementsprechend, dass man auch ein bisschen mehr Staufläche hat und auch ein bisschen durchladen kann, auch was Längeres verstauen kann und verladen kann. Und ja, zum Abschluss, wie wir das Fahrzeug hier finden, da gehen wir wieder rein und schauen uns mal nochmal drin um. Das vorgestellte Fahrzeug liegt bei 45.100 Euro, so wie er jetzt hier natürlich vorgestellt ist. Wir blenden euch das natürlich auch ein. Also preislich finde ich den, ja, in Ordnung, ehrlich gesagt. Gut, auch ich würde hier noch ein bisschen ein paar Sachen zusätzlich dazu nehmen. Aber das ist natürlich jedem selbst überlassen. Und da muss man halt auch wirklich gucken, was genau braucht man. Macht das überhaupt Sinn, das mitzubestellen? Und ja, da muss jeder selbst sich auf jeden Fall die Gedanken machen und sich das mal angucken. Ansonsten, tolles Fahrzeug. Ist durch das dunklere Holz natürlich etwas dunkler hier im Fahrzeug. Aber vielleicht auch wohnlicher. Das ist auch Geschmackssache und muss man auch mögen. Oder halt, wenn man es nicht mag, dann, ja, oder wenn man es gerne mag, dass es etwas dunkler ist und ein bisschen wohnlicher, dann ist es natürlich hier genau das richtige Fahrzeug. Ja, Stefan hat euch eigentlich alles gezeigt vom Pössl Twin S Plus auf Citroën-Basis. Ja, ich gucke hier tatsächlich aufs Handy, ich kann mir den Namen nicht merken. Das ist echt, echt langer Name. Auf jeden Fall, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Fahrt zu einem Händler eures Vertrauens. Wenn ihr aus der Region Hannover kommt, kommt nach Altmannbüchen, kommt zum Caravan Tirge. Lohnt sich auf jeden Fall, wie gesagt, richtig freundliches Personal, super toller Chef. Also hier werdet ihr richtig gut beraten. Wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, dann einfach beim Abspann warten. Da gibt es irgendwo eine Playlist, da könnt ihr draufklicken. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrt Camper. Ciao, ciao!